soll ich was von meinem Leben erzählen? Von meiner Kindheit? Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre. Und ihr müsst hier vorne nicht lachen, die sehen das da hinten nicht so, weil schon ganz, dass das nur Schminke ist. Nein, nein. Wer hat die 80er Jahre ein bisschen erlebt? Arm hoch. Wer hat die ein bisschen erlebt? Komm. Nicht 40er Jahre, 80er Jahre, habe ich gesagt. Wirklich. Nein, 80er Jahre, das war doch eine geile Zeit. Ich will nicht sagen, dass sie besser war. Sie war einfach anders. Und das fing als Kind schon an. Ich helfe euch. Süßigkeiten. Früher gab es ganz andere Süßigkeiten. Zum Beispiel, kennt ihr noch Esspapier? Kennt ihr das noch? Hä? Esspapier sah aus wie ein Löschblatt. Schmeckte auch so. Hä? Aber das Geile an diesem Esspapier war, dass es irgendwann oben am Gaumen geklebt hat. Kennt ihr das noch? Und du hast manchmal 2, 3 Tage später, hast du noch was davon gehabt? Ne? Könnt ihr euch dran erinnern? Ihr erinnert euch, ja? Oder kennt ihr das noch? Leckmuschel. Hä? Leckmuschel, kennt ihr das noch? Hä? Damit haben wir früher geübt. Ja. Die hast du so lang... Entschuldigung. Die hast du so lange gern gehabt, bis du irgendwann die Zunge aufgeschnitten hast an diesem scheiß Plastik, oder? Oder heute haben doch Frauen, das habe ich nur gehört, so Metallbolzen im Mund. Piercings, um Männer zu stimulieren. Hey, das hat's früher nicht gegeben. Wir haben das anders gemacht. Wisst ihr noch, wie wir das gemacht haben? Im Dütsche haben wir dafür Ahoi-Brause genommen. Und in der Schweiz haben wir Knorr. Tiki! Kennt ihr noch Tiki? Hey, das war ey, wirklich Jugendliche. Denk, wir haben das Piercing haben wir anders gemacht. Wir haben das in die Hand gemacht. Oh. Oh. Die Firma gibt es wirklich noch. Ist im Aargau übrigens. Willst du nachher für später? Ja. So. Und dann haben wir, wirklich, kein Scherz, so haben wir das früher gemacht. Und dann Hämmer. Oh, Herr. Magst du? Das ist wie ein Peeling. Wirklich. Boah, ist der abgelaufen, oder was? Das wäre... Entschuldigung. Es ist mir gerade... Jetzt kein Scherz. Ich habe den vor 3 Monaten zum ersten Mal gemacht und da war im Publikum einer, der Tiki herstellt, der Chef. Hatte mir 2 Kartons nach Hause gebracht, ohne Scheiß. Also wer mal knutschen will, ist noch alles da. Ich bin vorbereitet. Ne? Egal. Oder was haben wir früher als Kinder gern gemacht? Wisst ihr noch was? Wir sind mit den Eltern spazieren gegangen. Wir sind spazieren gegangen in den Wald, Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Und dann sind wir im Wald, danach in ein Restaurant. Da gab es dann Apfelkuchen, meine Eltern Kaffee oder einen Espresso. An Feiertagen oder am Anfang des Monats ein Cappuccino. Wir hätten ja nie K. Heute, wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, ich hätte gern Kaffee, da gucken dich die Serviertöchter ganz komisch an. Das Wort kennen die gar nicht mehr. Heute sagst du zum Kaffee, ich hätte gern toll Frappuccino Latte Low Fat mit Extra Shot. Ne? Ist die gleiche Scheiße drin, aber doppelt so teuer. Ne? Wenn du vor 10 Jahren, und das ist kein Scherz, wenn du vor 10 Jahren in ein Restaurant gegangen wärst und hättest gesagt, ich hätte gern eine Latte. Da hättest du einen in die Fresse überkommen. Das hätte ich euch geschworen. Hä? Bruder, das ist doch... Oder wir hatten... Nein, klatschen wir nachher. Komm, es stört mich. Ich habe keine Zeit. Lass. Okay, jetzt. Oder? Wir hatten doch früher ganz andere Helden. Pinocchio, Simbad der Seefahrer, Kimba, kleiner, wüste Löwe, Biene Maya. Wie hieß der Freund von Biene Maya? Willi. Wie hieß der Heugumper? Flip, die Lehrerin Cassandra, ich kenne die alle noch. Fliege Puck, Ameise Emse, Kurt der Mistkäfer, Thekla die Spinne. Alle. Die haben bei mir in der Nähe gewohnt fast. Wirklich. Die waren voll drauf auf Pflanzenschutzmittel. Oder, ne, ist doch so. Nate. Oder Flipper, kennen wir noch Flipper? Hey, die haben uns verarscht. Das waren 4 Delfine, 3 sind zwischendurch gestorben. Entschuldigung, ist so. Ein Schweinchen namens Babe, kennt ihr den Film? Ja. Kennt ihr den? Ja. 2 kennen den, okay. Ein Schweinchen namens Babe, Drehzeit 8 Monate. Und das Schweinchen immer so klein.
kein Scherz, guckt im Wikipedia nach, 47 Ferkel hat es für den Film gebraucht. Die anderen zum Znüni. Keine Ahnung, wirklich, ohne Scheiß, weiß ich nicht. Hey, auch früher, habt ihr das, kennt ihr das noch, Poesiealbum, kennt ihr das noch? Sie kennen das noch, Poesiealbum, war doch ein Hammer, ich habe noch mein Zuhause, ich krieg's nur nicht mehr auf, den Schlüssel habe ich verloren, wirklich. Ich habe den Frauen immer oder den Mädchen immer dasselbe geschrieben. Ich habe immer geschrieben, Rosentulpen, Nelken, alle drei verwelken, Marmorstein und Eisen bricht, aber habe ich euch auch eingeschrieben. Heute die Jugendlichen, die Jungs, ganz schlimm, die schreiben ganze Mädchenklicken an. In allen vier Schnecken will ich drin stecken. Wirklich? Nein. Ich finde das schlimm. Wir waren früher Poeten. Kannst du dich noch daran erinnern? Poeten, wir waren Poeten. Wir haben euch Briefe geschrieben. Mit einem Satz. Willst du mit mir gehen? Fragezeichen. Da kommt man ankreuzen. Ja. Nein. Vielleicht. Nur für Geld. Oder? Hä? Das war doch so eine... Ja, du kannst dich daran erinnern. Ne? Ja. Wie Flash überkommen. Nein. Heute schreiben sie rein, ja, nein, vielleicht nur für SMS-Guthaben. Also das ist wirklich anders. Und dann ist es kein Scherz. Wir durften euch nicht knutschen am Anfang. Wir durften noch nicht mal Hände halten. 14 Tage lang. Tabu. Wir durften nur in der Schule, da ich, da sie. Ne? Sitzen. Mal lurke. Nicht mehr. Ne? Kennt ihr noch? Aber was haben wir von euch überkommen am Anfang? Wir haben von euch das Passfötterli überkommen, ein Geschenk, das Passfötterli. In Schwarz-Wies. Und im Hintergrund war die hässliche Freundin noch drauf. Ne? War doch so. Ich habe so ein Beak, ich habe die gesammelt, wie Panini-Bilder. Ich habe die Doppeln getauscht. Danke vielmal, merci.